Sie wollen dazu beitragen, weil Sie vorher von Automobilmodellen geredet haben, Sie wollen dazu beitragen, dass die betriebliche Interessensvertretung beteiligt wird am Innovationsprozess. Bei manchen Unternehmen, es gibt viele erfolgreiche, hervorragende Unternehmen, großes Kompliment, aber manches Unternehmen, und ich sage es mal ganz vorsichtig in Klammer, ich nenne auch mal einen der großen Bosse, einen der großen Giganten, Daimler Chrysler, hat ja auch ein paar Probleme gekriegt wegen massiven Fehlentscheidungen des Vorstands, vor allem bei der Modellpolitik. Und da kann man ein bisschen Qualifizierung in der Tarifrunde von den Kollegen aus den Betrieben ertragen.